Man erzählt von einer Schatulle, die jedem den Tod bringt, der es wagt, sie zu öffnen. Sag mir, ob diese Gerüchte wahr sind? Da, Professor! Das ist aber luxuriös. Sehen Sie nur, Professor. Oh ja, Luke, der Molentary Express ist wirklich ein Kreuzfahrtschiff auf Gleisen. Und die Sitze! Aber Luke, mein Junge, du solltest immer an deine Manieren denken. Wie ein wahrer Gentleman. Sie glauben also, dass es die Schatulle der Pandora wirklich gibt? Wer sie öffnet, stirbt. Das klingt wie eine Spukgeschichte. Mag sein, aber wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Es ist ein großes Rätsel, Luke, und ich werde es lösen. Da bin ich mir sicher. Gerüchten zufolge brachte die Schatulle jedem den Tod, der es wagte, sie zu öffnen. Anfangs glaubten weder der Professor noch ich selbst daran. Doch all das änderte sich, als uns jener Brief erreichte. Luke, sieh mal. Oh, was ist das, Professor? Ein Brief von meinem werten Freund und Lehrmeister, Dr. Andrew Schrader. Ist ihm etwas passiert? Mein lieber Herschel, sicher ist auch dir die kuriose Schatulle der Pandora ein Begriff. Sie erhielt ihren Namen wohl in Anlehnung an die bekannte Büchse der griechischen Mythologie. Und diese Bezeichnung ist nicht unverdient, denn sie soll all jene töten, die es wagen, sie zu öffnen. Ein Schauermärchen, fraglos. Aber meine Forscherneugier raubt mir schier den Verstand. Umso mehr freut es mich, dir mitzuteilen, dass ich der Schatulle endlich habhaft geworden bin. Mehr noch. Ich hoffe, dem guten Stück die Antwort auf ein noch größeres Mysterium zu entlocken. Vorerst kann ich leider nur eitle Mutmaßungen spinnen, doch mir fehlen die Beweise. Eigentlich hatte ich vor, den Deckel der Schatulle vor Abschluss meiner Forschungen nicht anzufassen. Aber ach, ich halte diese quälende Neugier keine Sekunde länger aus. Sollte mir etwas widerfahren, so bitte ich dich hiermit, meine Studien zu Ende zu führen. In tiefer Freundschaft, Andrew Schrader.
Dem Poststempel nach wurde der Brief vor 2 Tagen abgeschickt. Wir sollten den Doktor besuchen. Ich kann mich einfach nicht der Angst erwehren, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Nun, auf Ihre Intuition ist immer Verlass. Lassen Sie uns gleich losfahren. Dran. Sowas schafft nur Leightons Lehrling.
kein Rätsel ohne Lösung. Nun ja, eine Option weniger. Dann wollen wir mal sehen. Man muss auch verlieren können. Dann wollen wir mal sehen. Ah, ganz famos.